Es wird vermutet, das Artensterben läuft mindestens 1000-mal schneller, als das ohne uns tun würde. Das ist so schnell, dass bis 2050 vielleicht die Hälfte aller Arten verschwunden ist. Das sind nur noch knapp 30 Jahre. Und das ist nicht nur ein bisschen sad, weil Pandas giga cute sind, sondern kann eine ganze Reihe von katastrophalen Folgen haben, besonders für uns Menschen. Denn fast alle Arten spielen spezifische Rollen in ihren Lebensräumen. Ökologische Nischen nennt man das. Und wenn es die Tiere plötzlich nicht mehr gibt, kann das Kettenreaktionen auslösen, an deren Ende ganze Ökosysteme zusammenbrechen. Mal so als Beispiel, gerade befinden wir uns in einem riesigen Insektensterben. In den letzten 30 Jahren hat die Biomasse von Fluginsekten um 75% abgenommen. Und wenn die Insekten einmal ausgestorben sind, dann haben wir bald niemanden mehr, der unsere Pflanzen bestäubt und auch die Vögel haben nichts mehr zu essen und auch die helfen im Wald, dass Bäume und Pflanzen ihre Samen verteilen können. Kurzum, es droht der Kollaps eines gesamten Ökosystems und das schon sehr bald.